Mountainbike-Schweizermeisterschaft in Langendorf das Wochenende. Gestern haben wir den Eliminator gehabt. Heute ist Fußball verboten. Die schönste Tafel, die ich je gefunden habe auf dieser Welt. Wir haben ein Interview mit dem neuen Eliminator-Schweizermeister und einen kurzen Bericht über das Rennen mit dem Marcel Wildhaber. Wir haben eine Kamerafahrt als Vorschau und einen kurzen Eindruck von der Strecke von Flo Vogel. Und morgen gibt es dann den Livestream. Alles Wissenswerte dazu finden wir auf www.ride.ch. Start der Eliminator-Schweizermeisterschaften bei den Frauen. Am Start vorneweg Katrin Stirnemann, die Weltmeisterin. Dann bereits aber am ersten Hindernis einen kleinen Fehler von ihr. Da sieht man ein riesen Glück für sie. Linda Indergand hat die Führung übernehmen. Und dann auf dem flachen Teil gibt sie noch mal so richtig Gas. 2 Sekunden Vorsprung hat sie da bereits gehabt. Linda Indergand auf Katrin Stirnemann verfolgt von der Michelle Hediger. Und da kommt sie ins Ziel. Die neue Schweizermeisterin im Eliminator, Linda Indergand, gefolgt von der Weltmeisterin in dieser Disziplin, der Katrin Stirnemann. Und auf dem 3. Platz Michelle Hediger. Finalstart von den Herren. Patrick Lüthi am Start vorneweg. Gefolgt von Marcel Wildhaber und dem Ralf Neff. Dem sein Ziel ist ganz klar, die eliminierte Schweizermeisterschaft zu gewinnen. Aber ein anderer ist vorneweg. Der Messi Wildhaber. Da ist der letzte Zielsprint. Messi Wildhaber wird der neue Schweizermeister sein. Ganz, ganz knapp geht es für ihn auf. Marcel Wildhaber vor Patrick Lüthi und Ralf Neff. Das ist nochmal das Podest von der Frauen mit der Schweizermeisterin, der Linda Indergand. Und da sind die Herren. Marcel Wildhaber vor Patrick Lüthi und Ralf Neff. Jetzt ein kurzes Interview mit dem Marcel Wildhaber. Merci, herzliche Gratulation. Das zweite Mal Schweizermeister. Ein Riesenerfolg, oder? Ja, danke. Ja, sicher. Im Cross Country bin ich jetzt dieses Jahr nicht gerade so super gefahren. Und dass ich jetzt hier den Titel holen konnte, ist genial. Ja. Etwas Spezielles noch, dass es der zweite ist? Oder ist jeder genau gleich schön? Nein, es ist halt der ganze Stellenwert vom Eliminator. Ist vielleicht schon nicht mehr so hoch, seit es nicht mehr im Weltcup vertreten ist. Und ja, darum ist glaube ich, der erste ist sehr schön gewesen, vor allem weil es mein erster Titel überhaupt war. Und dann, ja, jetzt bin ich recht locker angegangen und irgendwie hat es halt gleich noch mal geklappt und umso zufriedener bin ich mit dem. Ja. Weißt du, wenn du das Trikot das erste Mal an der Arena tragen kannst? Nein, keine Ahnung. Also ich kann jetzt DM und WM fahren. Aber jetzt haben wir das Nazi-Trikot und sonst glaube ich, ja, würde ich das ja, glaub, kein Eliminator fahren. Ja. Wie siehst du das eigentlich an UCI, der mit dem Eliminator so ein bisschen liederlich umgeht? Ist das für die Fahrer? Ist das ein rechter Seich? Ja, ich finde es auch schade eigentlich, weil auch wenn wir jetzt am Welkenpreis ist am Donnerstag gehen und ja, nachher läuft sozusagen nichts bis am Sonntag. Also du gehst ein bisschen trainieren und sonst hockst du um. Und ich habe es eigentlich schon eine gute Sache gefunden, dass mal am Freitag mal mit dem Eliminator mal etwas gelaufen ist und so. Vor allem auch für Fahrer wie du, die sich darauf auch ein bisschen spezialisiert haben, oder? Genau, ja. Also, ja, für mich ist es, ja, ist es sicher eine gute Sache gewesen. Und es gibt Fahrer, wo es noch viel schlimmer ist, die halt, ja, im Cross-Country ja, dann gar nicht starten, die jetzt halt überhaupt keine Weltcuprennen mehr fahren können. Sonntag, SM, du startest aber so wie ja, du es siehst. Ja, ich will die Strecke anschauen. Die Strecke ist auch genial. Ich hoffe, es ist dann trocken. Und ja, einfach noch mal das Beste geben. Ich habe da keine grossen Erwartungen mehr, aber ja, es macht sicher Spass auf dieser Strecke. Darum noch mal Vollgas. Strecke trocken. Du als Radköpfer, solltest du ja als Schlammiger umso lieber haben? Oder ist der Sommer dann gleich schade, um das schön Wetter sein muss? Eigentlich schon. Also, wir langen jetzt einmal im Winter. Ich freue mich auch wieder auf die trockenen Rennen. Und es ist dann viel einfacher mit Waschen und alles. Musst ja nicht selber, oder? Ja, schön wär's. Ja, ausspielen muss ich selber, ja. Okay. Hey, danke vielmals. Bin der neue Schweizmeisterin Eliminator. Riesenerfolg. Ja, es ist mega lässig, dass ich gewonnen habe und darf jetzt als Schweizmeister-Trikot anlegen. Wir haben vorhin den Messi schon gefragt. Weißt du denn überhaupt, wenn du es anlegen kannst? Ja, nein, eigentlich nicht genau. Also der WM hoffe ich. Aber sonst kann ich es wahrscheinlich nie anlegen. Gut. Morgen, das grosse Rennen, du musst bei der U23 starten. Ist das richtig? Ja, also ich muss nicht, ich darf. Ja. Hast du nicht einen Antrag gestellt, dass auch in der Elite Frauen starten darf?
nein, das ist gut, dass ich noch bei der U23 bin. Es lange dann bei der Weltcup bei der Elite fahren. Also du willst einfach zwei Schweizer Meistertrikot hamstern? Ja, wollen schon, aber ob es denn machbar ist, es gehören immer andere auch noch dazu. Und die Konkurrenz darf man sicher nicht unterschätzen. Ja, ich habe gerade etwa 5 Runden oder so gemacht, kaum ich konnte höher fahren. Das ist eigentlich noch eine coole Runde, ich bin überrascht. Ich habe ein paar Sachen gehört im Vorfeld, aber ich bin sehr positiv überrascht von der Runde. Es ist recht viel auf Singletrail, viele Richtungsänderungen, kurze, knackige Aufstiege. Man muss wirklich gute Linien fahren, rund fahren und es ist eine coole Runde, macht Spass zum Fahren. Ja, es hat 2-3 relativ steile Aufstiege, nicht wirklich langs, aber ich denke, dass die gleich noch recht werden anhängen mit der zunehmenden Röndur. Und vor allem wird es auch darauf rauslaufen, dass man keine Fehler machen sollte auf dieser Runde, weil es gibt mir sofort ein kleines Loch und es ist recht eine schnelle Strecke und es wird schwierig, ein kleines Loch wieder zufahren, je nachdem. Also, ich denke, es wird nicht riesige Gruppen geben, aber halt alles recht nah zusammen und mit kleinen Abständen dazwischen, die aber doch recht schwierig sind zum Zufahren. Also, es wird sicher ein relativ offenes Rennen geben, wo taktisch kann werden auch, wo sicher auch spannend wird werden für die Zuschauer, weil es hoffentlich bis zum Schluss extrem offen ist. Ja, ich habe schon einen Plan, ja, wie ich das angehen soll. Aber der verrate ich jetzt natürlich an dieser Stelle nicht.